So, jetzt gucken wir mal, was heute so auf diesem YouTube kommt. Beim Trading bin ich ein diese Trade Republic Plotter kann ich nicht mehr sehen. Ein paar Cyberpunk und CD-Projekte. Das 10. Video, wie der Call ja wieder mit CD-Projekt Geld vernichtet. Hallo und herzlich willkommen. Na, dann gucken wir halt diese Aktienanfänger an. Heute gibt es das abschließende Depot-Update für 2020. In diesem Video zeige ich euch, wie viel meine Frau und ich zusammen investiert haben, wie der Depotwert Ende 2020 war, wie viel Dividenden es gab und was mein abschließendes Fazit für 2020 ist. Und ich halte es kurz, versprochen. Wenn ihr im Laufe des Videos denkt, krass, die haben ganz schön viel weggespart, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da und abonniert unseren Kanal, wenn ihr es nicht eh schon gemacht habt. Wer mein letztes Update gesehen hat, der weiß, dass wir die 100.000 Euro als erstes Ziel für uns gesetzt haben. Im Oktober stand unser Depot bei 27.891 Euro. Und da wir durch Corona auch im November und Dezember nicht so wirklich viel Geld ausgeben konnten, stieg unser Depotwert auf 34.263 Euro an. Für 2020 macht das somit eine Gesamtrendite von 6,67% und bedeutet ein Plus von 2.144 Euro. Ja, und damit sind wir für das erste Jahr an der Börse absolut zufrieden. Denn für 2021 peilen wir eine Performance zwischen 6 und 8% an. Mehr wäre schön, bei weniger kommt das auf die Gründe drauf an. Als Dividendeninvestoren sind aber natürlich auch die monatlichen Zahlungen zur Motivation wichtig. Für 2020 konnten wir insgesamt 618,86 Euro an Dividenden einsammeln, was eine monatliche Dividende von 51,57 Euro bedeutet. Als Ziel für 2021 haben wir uns 100 Euro im Monat gesetzt, also 1200 Euro bis zum 31.12. Mehr wäre natürlich schön, bei weniger kommt es auf die Gründe drauf an. Welche Aktien wir noch gekauft haben und weiter, das werde ich mit Sky in einem separaten Video noch zeigen. Dennoch möchte ich noch ein paar persönliche Worte an euch richten. Egal, ob ihr schon seit Jahren an der Börse seid oder ob ihr frisch angefangen habt, versucht euch nicht mit anderen Investoren zu vergleichen. Es ist scheißegal, ob ich 5, 6, 10 oder 20% Rendite gemacht habe oder ob ich 10.000 oder 100.000 Euro investiert habe. Denn die Ausgangssituation ist bei uns allen anders und auch die Strategien sind unterschiedlich. Der eine fühlt sich mit Dividenden wohl, der andere mit Growth-Aktien oder mit riskanten Turnaround-Kandidaten. Wichtig ist nur, dass ihr mit euch selber zufrieden seid und dass ihr was macht. Achtet auf euer Geld und geht nicht zu große Risiken ein, um schnell reich zu werden. Denn wenn das nach hinten losgeht, dann macht ihr euch selber Vorwürfe und das muss einfach nicht sein. 2020 war für alle hart und wir werden das Jahr so schnell nicht mehr vergessen. Fuck 2020! Doch wir müssen alle das Beste daraus machen. Und wenn ich sehe, wie viele Menschen sich jetzt mit ihren Finanzen beschäftigen, dann ist dies etwas Positives, was ich aus 2020 mitnehme. In diesem Sinne, lasst uns 2021 anpacken. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Jahr. Cheers, euer Ene. Ja, voll! Lauf! Bitte lauf! 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 Lauf!